Freunde, was geht ab? Grüßt euch. Herzlich willkommen auf dem 4Bro-Channel. Wir leiten die zweite Runde Base-Chat ein, ja, denn Nadine nimmt heute wieder ein paar Leute auseinander und wir legen direkt los. Hallo? Hi! Sag mir bitte nicht, du bist wieder so ein Muselvibe, was denkt, ist die King of Queens oder so. Nö, also ich wäre jetzt für eine normale Konversation. Eine normale Konversation, das hört sich doch mal an. Süß, du bist echt wortgewandt. Findest du? Ja, also kommst auf jeden Fall schlau rüber. Gut, schlau bin ich vielleicht. Erzähl mal, woher kommst du? Ich komme aus Heidelberg. Mhm, wo kommst du her? Krevels. Wo? Krevels. Unna, kennst du Unna? Das ist eigentlich so 50 Kilometer Luftlinie. Okay. Hi, wie geht's? Hey, gut, und dir? Oh, gut, was machst du so? Ach, nicht zu Hause, und du? Ja, auch zu Hause, chillen, nichts machen, du? Ich hatte gestern eine lange Nacht, war feiern und so. Wo warst du denn feiern, Mensch? Ja, in Dortmund. Laber nicht. Mhm. Wo denn da? Kennst du das iRoom? Ja, klar weiß ich das, wo das ist, so ungefähr da oben. Bei U. Ja, richtig, krass. Kommst du auch aus Dortmund? Ja. Ach, krass. Wie heißt du? Chris, und du? Schöner Name. Wie heißt du denn? Melissa. Hallo, Melissa. Auch schöner Name. Wie alt? 19, und du? 25. Du bist ja schon Erwachsener. Ja. Hast du schon jemanden kennengelernt? Es gibt immer einige Typen wegen meiner Oberweite. Das habe ich nicht gefragt. Ach so. Hast du kennengelernt? Ja. Ja, und? Ja, und der sagt halt nur wegen meiner Oberweite. Ja, das ist schon ein scheiß Typ. Was bist du denn für ein Typ? Beschreib dich mal in 16 Sätzen. Groß, lang, blond. Das waren jetzt 3 Wörter. Echt so? Was war das jetzt? Groß, Penne und schlank? Ja, ja, klar. Wie heißt du denn da? Schreib auf. Möchtest du aufschreiben oder möchtest du jetzt weiter labern? Wenn es schwierig ist, dann muss ich aufschreiben. Ja, ich glaube, das kannst du dir nicht merken. S-O-N-N-I. I oder Y? I. Ja. I wie okay. Delfin. Was? I hast du gesagt, wie Iglo meine ich. Strich unten. XV. Hm. Ghetto Braut. Also was? Was kommt nach V? G-H-E. Also Ghetto Braut. Doppel-T, ne? Hast du? 63er Soundstrich unten. Scheiße, ja. Hi. Na? Alles gut? Dankeschön, bei dir. Woher kommst du? Ich komme aus Bielefeld. Woher kommst du? Ich komme aus Hause. Ich wollte nicht. Das hat nicht geklappt. Hallo? Hi. Wie geht's? Oh, es geht, und dir? Ja, meine Freundin hat mich verlassen. Oh, das ist scheiße. Hallo? Hi. Wie heißt du? Ich heiße Alice. Also E-L-I-S, ne? Nicht dieses Alice. Ach, so richtig verstanden. Wie alt bist du? Ich bin 29, und du? 29? Mhm. Ja, ich bin aber 5 Jahre jünger, du. Das ist doch nicht schlimm. Und was machst du so? Hab gerade meinen Hund gefüttert. Jetzt ist einfach nur relaxen. Morgen keine Arbeit, oder? Nee, morgen ist free. Morgen free, sagtest du. Ja, morgen free, man, genau. Ja, Mann. Hey, hast du Insta? Ja, aber möchtest du direkt so mein Insta haben? Ja, wieso nicht? Ich weiß nicht, so wer du bist und so. Was willst du wissen? Wie groß du bist und wie groß er ist. Ja, so 1,80, 1,85. So. Ja, und er? Ja, ja. Ja, der. Ja, was meinst du? Ich verstehe dich gar nicht. Und wie groß du bist und wie groß er ist. Ach so, ja, keine Ahnung, bestimmt Durchschnitt oder so. Bist du Deutscher? Nee, du? Nee, ich bin Türkin. Ich auch. Na, was ist denn? Ach, du sprichst bestimmt dieses Türkisch, also das normale Türkisch, ne? Ja, genau. Ach so, ja, meins ist Kalf. Ach so. Von wo kommst du aus der Türkei? Giself. Wo? Giself. Und du willst nicht deinen Insta geben, oder? Doch, kann ich dir geben, schreib auf. Ich schreib. Giself. Ich musste erst so lachen, wie es, wenn ich nochmal gesehen sage. Na, was geht? Ach, nichts, bin zu Hause bei dir. Ja, bist du? Ich bin 19 geworden, gestern um 6. Oha, alles gut. Dankeschön. Hast du auch ein Geschenk für mich? Sag mal dein FIFA, ich überweise dir Geld. Ich will doch kein FIFA. Was hast du denn? Wow, Game of Thrones. Ach so, das habe ich nicht. Wie heißt du? L4. L4? L4. Bist du alleine? Ja, mit meinen Onkels. Mit deinem Onkel? Mhm. Hallo, Gigal! Okay. Hallo. Aha, hallo, was geht? Wer bist du? Dein Vater. Wie, du bist du mein Vater? Ja, ich bin dein Vater, ich bin dein Zeuge. Ja, okay. Ihr seid cool, wer kommt ihr?
wir kommen aus Stuttgart. Boah, das juckt mich absolut null. Hi. Alles klar, oder was? Bist du am Heulen? Mein Hase ist gestern gestorben. Warum bist du hier drin? Ablenkung. Okay, jetzt musst du stark bleiben. Die Kunst ist es, wieder aufzustehen. Verstehst du? Wer ist denn jetzt gestorben? Deine Tiere. Also mein Hase und zwei Hamster. Du hast mich verarscht. Ich hab dich nicht verarscht. Doch, sowas macht man nicht. Nein, ich hab dir gesagt, mein Hase. Scheiß auf deinen Hasen, Mann. Dann sagst du mir dein Vater. Nein, mein Hase hat eine viel größere Bedeutung als mein Dad. Okay, guck mal. Aber es sind nur Tiere, okay? Das ist normales Lauf der Leben. Ja, ich esse jetzt gerade aus Frust Chicken Nuggets. Hey, danke schön. Und dir? Wo kommst du denn? Ich komme neben München, du? Ach krass, ich bin ein bisschen weiter weg. Hi, Frotz. Was bist du denn für ein Landsmann? Ich bin Türke, du. Ach so, ich komme aus den Philippinen. Sehr exotisch hier, oder? Ja. Warte mal kurz, ich muss kurz meine Mama. Kushi kachoch. Hiti kach. Holi ja mit Siala for Tute. Hast du? Ich bin noch da, ja. Warte mal bitte kurz, ja? Hitze fjart. Spokenspeke. Okay. Ah, ich kenne dich ja gar nicht. Ja, ich dich doch auch nicht. Jetzt kennen wir noch. Okay, hast du Lust, Instagram auszutauschen? Warte ganz kurz. Hordinach, Ruch, Hier. Also du hast auch Instagram, oder? Würdest du Namen geben? Ja klar, schreib einfach auf. Kannst du mal in deine Einstellung gehen, weil du musst da was auf Philippinisch eingeben, sonst findest du mich nicht. Auf Philippinisch? Warte, wie mache ich das jetzt? Was hast du für ein Handy? Ein Android. Okay, geh mal auf Einstellung. Wenn er einmal auf Philippinisch ist, der kommt nicht mehr weg. Okay. Hier ist Bergesilfach. Einfach holländisch oder so. Was bist du dann für eine Einstellung? Also du musst die Sprache Philippin eingeben oder dazufügen, weil sonst findest du mich nicht. Weil bei uns gibt es halt so Laute wie Kahol, Frulhal, Haut. Ja, und du hast dann so komische Zeichen, oder? Wo ich dann wahrscheinlich genau nicht finde. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn du mich siehst, findest du mich safe attraktiv. Ich gebe dir einfach mein Instagram. Sag mir dein Instagram. B-L. Wie? B-L. T-L. Nein, B-L. O-O-D. O-O-G? Aber du hast ja dann nichts. Ja, ich hab nichts. Wie gesagt, ich hab's ja vor kurzem. Soll ich dir einfach meine Nummer geben vielleicht? Also du musst Plus machen, weil das ist meine philippinische noch. Also ne, ich hab eine Prepaid-Card. Ja, Plus. Also Plus 6384, ja. Also ist die Vorwahl. Ja. Dann machst du einfach 9382. Warte, ich guck nur noch mal drauf, ob es auch genau richtig ist. Genau. 949649. 649. Genau. Ich tue jetzt Kontaktding speichern, gell? Ach, du, meinen Namen hast du dir nicht gemerkt, ne? Minuspunkt. Hä? Egal, nicht schlimm. Schreib einfach auf meinen Namen. Kider Pfalz. Wie? Nach F, was? Also K-I-R-F-F, also F-V-I-L-L-A-S, Kira Pfalz. K-I-R? Mann! Mama! Kitiale Huninef! Und mein Nachnamen, Pagalabakungo. Hast du Pagalabakungo? Ja, ich hab's genauso. Okay, kannst du einfach einspeichern? Ja, mach ich. Du kannst mir dann einfach auf schreiben, ja, wie ja, du magst. Ja. Freunde, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei dieser Episode. Ja, der Nadim ist jetzt gerade weg, ich weiß nicht, wo er ist. Aber schreibt fleißig in die Kommentare, wie ihr die heutige Episode fandet. Wir fanden ihn auf jeden Fall geil. Wir hatten ein paar üble Lachflashes. Und schreibt weiterhin irgendwelche Wörter, die wir in die nächste Folge mit einbinden sollen, in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr und sagen bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann. Ciao.